Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GTA New Horizon. Ja, in der heutigen Folge möchten wir mal diese Fluidpipes versuchen herzustellen und wir müssen an der Erzverarbeitung nochmal rumdoktern. Da sind Fehler drin. Das werden wir hoffentlich alles in dieser Folge beheben können. Die Pipes habe ich unten gelegt. Das ist jetzt auch kein Ding mehr. Also das heißt, jetzt arbeitet das Wasserwerk auch endlich mal komplett. So, und wir brauchen auf jeden Fall später noch weitere Type-Filter. Weil da habe ich nämlich einen kleinen Denkfehler drin. Der Meinung. Aber werden wir sehen. Oder werden wir beim nächsten Mal machen. Oder ich werde es euch zeigen und dann so machen. Wie man gerade Zeit hat. So, wir brauchen ja, um diese schönen Pipes, also Conduits herzustellen. Ja, ich möchte diesen Enderfluid Conduit herstellen. Brauchen wir Poly und ich brauche Tiny PTFE Fluid Pipes. So, um dieses Molden Poly Tetrafluoroethylen herzustellen. Brauche ich Tetrafluoroethylen. In einem Chemical Reactor mit Sauerstoff. Okay, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche jetzt Tetra. Das erstelle ich her, indem dass ich ein Chloroform und eine Hydrofluorik brauche. Das heißt, wir brauchen Methan und Chlorin mit dem Circuit Nummer 13. Dass ich das alles auch so habe. So, ich nehme mal gleich ein Stack Zellen mit. Aller Fledermäusis. So, Chlorin. Nehme ich jetzt mal immer gleich 8 mit. Weil ich nicht zählen kann, nehmen wir 16 mit. Gut. Das war Chlorin. Heißt, sie brauchen Methan. Das heißt, wir gehen zum Chemiewerk. Das heißt, ich brauche jetzt, ja, mir unbedingt auch auf jeden Fall aufschreiben und einfach mal machen, sauber. Dass wir hier auch keine Probleme mehr haben. Oxy wird aber nicht mehr. Ja, wie gesagt, das Ding wird hier erst richtig arbeiten, wenn auch die großen Dinger dann dastehen und nicht mehr die kleinen. Nicht mehr die süßen kleinen hier. So, und da brauche ich Carbon im Chemical Reactor. Das ist Heliumgas. So, die restlichen 40 lasse ich aber noch laufen. Dann haben wir nämlich auch noch mal 10 Stück. Dann hätte ich gesagt, haben wir hier ein bisschen Methan. Carbon im Chemical Reactor mit Circuit Nummer 1. Und das Carbonmonoxid ist. Ah, ja, mit Oxy. Genau, wir brauchen Hydro. Doch, doch, richtig im Kopf gehabt. Wäre aber trotzdem nicht schlecht, wenn ich mal irgendwann da ein Schild hinhängen würde, wo dann drauf steht Hydro.
dass ich nicht mehr nachgucken muss. Gib ihm. Wir freuen uns, er produziert Methan. Sehr schön. Dann habe ich jetzt hier Chlorin drin. Ich glaube, ich brauche dann Chlorin und Methan, ne? Chloroform herzustellen, brauche ich die 13. Genau, und ich habe die 11 drin. Ich hab gewusst, ich hab's noch nicht hergestellt. Aber ist ja egal. 13, 13, 13, 13 Hammer. Ab ins Chemiewerk. Halt, falsche Seite. Da muss ich hin. So, du kommst als Zelle immer raus, ne? Werden sehen. So, 13. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall Methan. Ich brauche Chlorin. Arbeiten an. Ich habe Chloroform. Das haben wir jetzt zweimal. So, Chloroform kommt mit irgendwas irgendwo in Verbindung. In Tetrafluoroethylen. So, wie stelle ich Hydrofluorik her? Fluor und Hydro. Fluorin. Okay, wie stelle ich Fluorin her? Geht nur um dieses PTFE. Chloroform, Hydrofluorik. Habe ich das schon? Nein. Das ist Hydro und Fluorin. Und wie kriege ich Fluorin? Fluorin? Weiß ich da auch, dass es da ein einfaches Rezept gibt? Etwa nicht. Mika. Was? Dann Lithium raus. Also das heißt, ich muss Fluorin auf jeden Fall irgendwo schon rumfliegen haben. Das heißt, wir schauen mal in die Werkstatt. Fluorin.
Besten habe ich das weggeschüttet, weil ich gemeint habe, ich brauch's nicht. Genau. Vor allem, weil ich immer so bin. Florin, aber ich habe noch keinen Florin. Wenn ja, habe ich schon verbraucht oder ich weiß nicht mehr, wo es ist. Das ist nicht gut. Fluorin. So, wir schauen noch mal. Electrolyzer kann ich herstellen. Durch Lepi, durch Mika. Von der Multiplock-Zentrifuge herstellen. Heißt, ich brauche auf jeden Fall. Das müssen wir erstmal gucken. Ah. Ich habe doch gewusst, irgendwo habe ich's. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt das in den Advanced. Fluoro habe ich schon. Fluorin und Hydro. Holen wir mal gleich Hydro. Ich möchte ich noch da haben. Genau. Das heißt, das müssen wir auch wieder herstellen. Oh Mann. Das heißt, ich habe jetzt da nichts drin. Da reinschmeiß. Beim Chemical Reactor. Im Circuit Nummer 1, den habe ich auch drin. So, jetzt habe ich Hydrofluoric Acid. Und das mit Chloroform. Nee, ich muss noch mal. Chloroform. Das packt da rein. Da mache ich falsch. Leider ich. Traurig. Oh, diluted Hydrolic Acid und einen halben Liter Tetrafluoroethylen. Muss da der zweite Liter dazu kommen? Genau, jetzt haben wir 1000. So, jetzt haben wir dann Tutro Gesundheit, ne? Und das muss ich jetzt dann muss noch mal nachschauen. Aber andersrum wird ein Schuh draus, weil da wird mir ja blöd im Kopf. Tetrafluoroethylen. Tetrafluoroethylen. Das ist doch das, was ich schon hab, oder? Tetrafluoroethylen. Genau. Das kommt jetzt
da rein. So, und jetzt wird ausgekundschaftet. So, im Chemical Reactor. 144 zu 144. Oder mit einer Oxy zu 216. Hätte gesagt, nehmen wir das Oxy, ne? 216. Ist nicht so, dass wir haben. Da brauche ich jetzt wieder die Eins, ne? So, und jetzt haben wir 216 Liter Polytetrafluoroethylen. Gesundheit. Heißt, wir hauen da schon mal den Oxy durch. Auch mal. Und das, um PTFE zu, um das ein bisschen Plastik zu kriegen. So, das ist jetzt natürlich schon zu wenig. Ich muss wieder Tanks besorgen gehen. Irgendwann stehen hier 1000 Tanks rum. Kann mich keine Millimeter mehr bewegen. Aber ich habe jede Flüssigkeit einmal. So, dann heißt es jetzt, ich brauche die Pistole. Das ziehe ich raus, das schmeiße ich hier rein. So, jetzt haben wir hier Tetrafluoroethylen drin. So, und jetzt haben wir hier das Polytetrabla drin. Also das ist wirklich, oh Gott, das ist wirklich dann der Aufbau vom nächsten Plastik. Ich muss jetzt nur noch rausfinden, wo ich das PTFE herstelle. Tetrafluoro oder Polytetrafluoro. Glaube, ich habe Polytetrafluoroethylen. Und das mache ich im Fluid Solidifier mit einer Tiny Pipe. Es ist jetzt nur die Frage, ob ich schon sowas habe. Natürlich ein Jette. Heißt, ich brauche mal schnell viel Stahl. Ich schmeiß mal schnell hier meine ganzen Zellen rein. Erstmal. Halt, bevor ich vor lauter Freude dahin fetz. Im Extruder geht's halt auch gehen, ne? Mit einem. Ah, bevor ich jetzt das baue. Nein, wir sparen Stahl. Muss momentan sparen. Brauche jetzt umgeht Kopf. Kommst dann bitte da rein. Der Wrench geht dahin. Dahin.
hofft, dass der einen nicht reinsaugt und nicht raus. Nein, tut er nicht. Okay, das ist der rein. Da habe ich leider keine Pumpe drunter. Also ich habe doch, glaube ich, irgendwo was abgebaut, wo ich eine Pumpe bekam. Oder nicht? Ja. So, dann heißt es jetzt. Max. Import. Und wieso importierst du nicht? Falsche ist. Pumpe. Dahin. Nein, du auch nicht. Du, genau. Dahin. Jetzt wird's importiert. Jetzt kommt der Low Voltage Fluid Tank drauf. Und jetzt kommt die Pumpe rein. Jetzt wird's uns geswitcht. Das heißt, wir haben 9 Stück und jetzt brauchen wir, um endlich das herzustellen, eine Tiny. Und dann nehmen wir eine Tiny. Das hauen wir da rein. Und wir freuen uns im Keks. Wir haben endlich unsere PTFE Fluid Pipe. Was kann die eigentlich? 1600 Liter, gar nicht so schlecht. So, dann gehen wir mal schnell in die Erzverarbeitung. Weiter haben wir die andere Sache rumliegen. Ja, bist du blöd? Moment. Warst du das, wo gerade geschossen hat? Auf dass ich da nichts jetzt übersehen habe, ne? Dass da irgendwo jetzt was brennt. Schaut nicht so aus. Yes, das Maria und Josef, der spinnt ja komplett. Ja, ich muss hier unbedingt Monster sicher bauen. So, dann heißt es jetzt, du kommst da rein. Muss ich gerade hoffen, dass ich das... Das war ein Rezept, das wollte ich nicht sehen. Ja, und ich habe es mir fast gedacht. Ich brauche nämlich jetzt hier drin dann Polyethylen. Das heißt nämlich, ich brauche dann hier... Das jetzt dann doch wieder nach oben drehen. Wie brauche ich denn? 144, also 4 Stück. Ich brauche also 2 Arten von Plastik. Darf nicht vergessen, ich muss das drehen.
So, dann habe ich ja gesagt, ich packe mal in die Kiste hier meine Zellen rein. Dann wir mal schnell die Griffel. Dann heißt es jetzt, du kommst rein und kommst rein. Und hurra, hurra! Wir haben endlich unsere Pipe. Lustig ist nur, ich habe keine Ahnung mehr, ob ich sie noch brauche, aber ich habe schon mal welche hergestellt. Nein, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Ender Fluid Pipe mit 200 Millibuckets pro Tick. Ist halt vor allem da wichtig, wo ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich muss Flüssigkeit rein und raus füllen. Und ich habe jetzt schon mal 4 Stück. Das ist doch nicht mal so schlecht. So, okay. Das heißt, das haben wir jetzt erledigt. Wo habe ich jetzt den Circuit Nummer 1 hergeklaut? Ich glaube aus die... Nö. Noch drin. Ach, fällt mir schon irgendwann wieder auf. Einfach aufräumen. Ich freue mich dann irgendwann, wenn ich an der Maschine stehe und sage, warum geht denn der Scheiß nicht? Bis ich dann merke. So. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal das da. Soweit fertig. Das heißt, wir kümmern jetzt uns um... Dann Käse, ich nehme noch mal Galena mit. Wie gesagt, die Säune werden ja alle noch mal runterneuert. Werde ich dann mal hoffentlich die Tage dann mal erledigen. Und ich habe hier schon ein bisschen was gemacht, weil ich sie probieren musste. So, weil mein Problem ist momentan, ich habe jetzt Galena da. Wenn ich es natürlich sage, er soll es mir in diese Kiste packen und ich tue da natürlich Erz rein, dann packt er mir natürlich auch nicht nur das eine Teil rein, sondern auch das zweite. So, das heißt, ich habe jetzt hier mal zwei Type-Filter hingestellt. Einen sozusagen, der dann die Crushed Richtung Ohrwascher bedient und ich habe einmal den Dust, der mir dann daher gebracht wird. Ich habe die ganzen Pipes schon mal etwas nach oben verlegt, weil ich habe gesagt, ich möchte nach oben. Das heißt, ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal mir hier eine Runde Scaffolds machen. Denn das funktioniert jetzt so halb. So. Ich habe auch momentan den da raus. Genau. Ich muss nämlich nochmal nach vorne. In die Werkstatt. Und ich will was probieren. Und zwar, ich habe doch noch den Low Voltage Test Buffer offen. Das heißt, ich brauche einen Konvoyer. Den müsste ich noch haben. Ich brauche einen Maschinenhall, einen LV und eine Chest. Mal schnell. Gleich sehen, ob ich es richtig gedreht habe. Jawohl, ist richtig drin. Kabel. Prophet war wieder da. Prophet hat wieder mein Achter aufgeräumt. Ah,
Fest. Neue Chest. Aber wenn ich die jetzt gehabt hätte, wäre die sowieso bei deinem Rucksack verschwunden. So. Das heißt, das wäre das, das ist das, das ist das. Ich habe noch irgendwas. Genau, mein Circuit habe ich noch. LV. Nehme ich mal den normalen. Und ich habe einen Low Voltage Chest Buffer. Vor lauter Freude. Wir haben das erledigt. Das waren 2 Stainless Steel und 4 Good Circuits. Muss noch mal einen machen. Wobei, eigentlich nein. Eigentlich nein. Ich muss nicht nur einen noch mal machen. Wird ja auch das draus. Ja, so, Erzverarbeitung. So, wir müssen nach oben. So, und jetzt ist halt mein Problem. Entweder ich schließe ihn jetzt einmal nach oben ab. Ich schätze mal, die Kiste da hinten ist jetzt gerade voll, darum richtig. Funktioniert es jetzt auch wieder. Ich wundere mich gerade, warum dass er das richtig macht. Weil mein Problem ist jetzt gerade, ich brauche auf jeden Fall nochmal einen davon. Das heißt, ich schmeiß mal das da weg. Ich bin ja froh, dass ich alles, was ich gemacht habe, nochmal jetzt machen darf. Dann nehme ich dich. Und ich verfrachte dich auf jeden Fall auch einen nach oben. Das ist ja das, was ich machen wollte. Basic Packager kommt jetzt daher. Und den drehe ich jetzt aber. Nee, den kann ich nicht so umdrehen. Ich brauche links, rechts. Wird sich zeigen. So. Wir machen einen Test. Bleibt das Zeug drin oder verschwindet's? Oder fällt's raus? Fällt's raus. Das heißt, das kommt auf jeden Fall so hin. Die 8 oder die 9 Stück müssten ja richtig eingestellt sein. So. Ich habe jetzt doch den Low Voltage Chest Buffer da. So. Den stelle ich jetzt auf 4 ein. Geht auch dahin. Das wird jetzt nur interessant, das einzuteilen, wie das wo ankommt. So, das heißt jetzt, wir haben jetzt einmal hier alles nach oben. Ich hätte jetzt gesagt, ich mache jetzt dann meine Hauptleitung. Weg. Okay. Hahaha. Scheiße. Schön. Ich kann es natürlich so, wenn ich es jetzt aufbaue, kann ich nicht. Ich könnte jetzt den und den verbinden. Also ich kann den und den mit dem Strom verbinden über die 2. Problem ist nur, den kann ich nicht mit Strom verbinden, außer
emittiere Energie über die Output-Side. Das könnten wir ja mal probieren. Vielleicht klappt's. Aber hier klappt gar nichts, weil ich nicht durchkomme. Also ich gehe mal hier hinten hin und stelle mir mal auch mal Airvolt hin. Nee, aber nicht hier. Dahin. Da habe ich dann wenigstens eine Chance, dass ich hinkomme. So, dann heißt es jetzt, ich habe jetzt dich verbunden. Und habe dich jetzt verbunden. Jetzt nicht verbunden. So, das heißt jetzt eigentlich, ich müsste jetzt haben, da drauf Strom, da drauf Strom und da drauf Strom. Da. Da haben wir ja 4. Das heißt, hier müssen unbedingt hier müssen unbedingt die Small rein. Kann man die eigentlich auch reinklicken? Oder muss ich die... Ah, okay. Bei dem habe ich ein Interface. Das heißt, den kann ich hier reinmachen. Und jetzt muss ich noch schauen. Jawohl, der packt die rein. Den packe ich dahin. Und dann ist der fertig. Perfekt. Also sozusagen, wir haben jetzt einmal hier Small und einmal hier das. Das Problem ist jetzt nur, eigentlich müsste ich jetzt hingehen und sagen, okay, daneben muss eine Kiste hin. Beziehungsweise, ja, Das Problem ist jetzt ein anderes. Also wenn ich jetzt Small bekomme, müsste ich die in einem Type-Filter abgeben, in Small. Wenn es der wird, ist klar, Tiny, dann filtert es mir da rein, ist auch klar. So, ich muss mir. Ey, ey. Akku. Ich muss ein bisschen. Boom, das wird gerade konfus, was ich hier mache. Ja, es funktioniert noch nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe. Man sieht's, aber ich habe es ja gesagt, das sieht man erst wirklich, wenn es wirklich voll läuft. Ich habe jetzt da meinen Dust. Meinen Dust werde ich momentan abgeben. Wie gesagt, ich werde, wie es aussieht, alles, was mit den Ärzten zu tun hat, versuchen, hier in diesem Gebäude plus Nebengebäude zu lagern. Es macht keinen Sinn, das im Erzlager, also im Hauptlager, das zu machen. Im Hauptlager kann das passieren, dass dann das gelagert wird, wenn mehrere Queries laufen. Dass da zum Beispiel gerade 3, 4, 5, 6 Queries laufen, dann kann das passieren, dass das alles ins Lager kommt und dass dann hier Verbindung hierher entsteht. So. Was man jetzt halt leider sieht, ist, dass ich jetzt dafür möchte ich diese vorderen Dinge haben von Enhanced Inventory. Schade, dass das halt noch nicht als anderen Mod gibt, sonst hätte ich den genommen. Außer ihr habt einen, der wo so vorne eine Tür hat. Und das Schöne ist, Enhanced Inventories hat halt noch verschiedene Kisten.
Und ja, ich weiß, ich schwärme jedes Mal, aber der wird leider nicht mit reingepackt. Aber ich kann es vielleicht Dream mal zeigen, wenn er hier mit drin ist. Bin ich ja auch schon fleißig beim Umschreiben der besten. So, also, wir haben jetzt hier einen Eingang. Genau, dann seht ihr auch noch hier, das Wasser habe ich auch noch umgestellt, weil, klar. Und die anderen Pipes sind mir dafür momentan definitiv zu teuer, dass ich die, muss ich da Violent, von dem anderen, von dem grünen Zeugs da, so viel herstellen, dass ich dann da, Ding, kann die Pipe auch. Das ist egal. Dafür habe ich zwei Seiten. Ich habe eine rein, eine raus, dann eine Strom. Mehr brauche ich nicht. So. Dann heißt es jetzt für mich definitiv, ich habe hier Dolly. Heißt, ich schmeiße jetzt hier meinen Dust hin. Beziehungsweise nein, die hänge ich einen höher. Dann habe ich jetzt dann hier und sage, hier ist bitte nur Insert. Und reingepackt werden soll bitte nur, was rot ist. So, dann haben wir hier Dust und Dust ist auch definitiv rot. Dann kann ich das definitiv hier rausmachen. Und er müsste mir jetzt das rausgeschmissen haben. Perfekt. Das bleibt grün und geht hier hin. Ich muss mir jetzt halt was überlegen, wie ich das mache. Das, was, wenn das halt was anderes ist. Ich muss mal auch testen, wenn ich eine Doppelkiste mache, ob er mir das raus und reinzieht. So, das heißt nämlich jetzt, ich habe jetzt hier grün. Das heißt, er haut mir jetzt das dann hier rein und das im Round Robin. Enable. Also das heißt, ich bekomme jetzt Maserator schmeißt raus. Ich bekomme jetzt einen, den schmeißt er da rein, den zweiten schmeißt er da rein. Oder in der Folge halt, wo er das abarbeitet. Problem ist es nur, wenn da ein Konvoier oder was auch immer drin ist, der zu langsam ist, dass der das abgearbeitet hat, dann funktioniert das nicht. Dann müsst ihr einen schnelleren Konvoier oder was auch immer nehmen, der halt das schneller reindrückt. Dann habe ich hier jetzt ein Inventar mit nur einem Slot. Das ist kein Problem. So, ich sage zu ihm, er soll mir das hier bitte in das grüne Fach reinlegen. Und habe jetzt dann hier mein braunes Fach, wo ich sage, er soll es mal raustun. So, mein Problem ist aber bei Braun. Ich habe Tiny. Ich habe Tiny, ich habe Stone Dust und ich habe noch irgendwas. Genau. Sogar richtig ausgedrückt, dass das noch irgendwas ist. Dann kommst du daher. Da weg. Wir legen uns mal eine Runde hin. Also, das heißt jetzt braun muss jetzt dann
aus. Fragen, dass da noch mehr kommt. Sollte es abklemmen. Weil das kann ich ja jetzt dann sagen, egal. Ja, nee. Verdammt. Doch, das ist ja der Type, der Filter, genau. Und das ist ja der erste Filter. Ich habe ja noch einen hier drin. Ich habe zwei machen lassen. Ach so, den anderen habe ich, glaube ich, dahingestellt. Ja. Sein, dass ich noch mal einen brauche. Also, momentan heißt es jetzt, kommt alles. Das da kann erstmal weg. Das kommt auch weg. Genau, dann kommst du. Definitiv hierhin. Weil du bist der Superbuffer und da kommt genau, da machen wir jetzt schwarz rein. Schwarz ist der Insert. Und dann habe ich bitte meinen Type-Filter, der dahin kommt. Und die Seite ist sowas von scheißegal. Das ja, der da macht. Das ist nur wichtig, dass er unten hinkommt. Und du magst mir jetzt bitte das Tiny. So, dann kommt die Kiste dahin. Dahin und heißt Extract Black und gib ihm. Perfekt. Einfach nur perfekt. Das läuft. So, jetzt habe ich natürlich noch den zweiten. Das heißt, ich muss jetzt erst einmal die ganze Verkabelung hier wegschlagen. Filter eigentlich hingekommen. Ich habe doch da noch einen Filter gehabt. Umgegangen. Ah, nee, der ist da. Gut. Dann gehen wir da weg. So, ich kann die Kiste ja nicht aufmachen. Aber wir haben ja hier eine Insert-Box. Da machen wir jetzt weiß. Und vor allem, wir machen eine Priorität 1. Ich weiß jetzt nicht, ob höher oder niedriger ist. Das heißt, wir machen auch jetzt hier Extracten auf weiß. Das heißt, ist Down das drin, haut er den mir hier rein. So, dann habe ich jetzt dann hier nochmal einen Filter. Ich brauche jetzt einen Filter für Tiny und ich brauche noch einen Filter für die Dusts. Ganze Kabelgewirr da wegmachen.
Steigert fast schon selber nicht mehr durch. So, okay. Also, dann heißt es jetzt für dich, du machst jetzt bitte den. Den Dust. Genau. Du bist der Dustman und du gibst den Dust ab. Auf welcher Seite, wo, was, wieso, weshalb, warum, interessiert uns noch nicht. So, und jetzt haben wir hier noch den dritten Typfilter. Der kommt jetzt hier hin. So, und da wird gesagt, alles was das Small ist, kommt dahin. Das wird jetzt dann noch umgeswitcht. Das heißt jetzt für mich, ich gehe jetzt dann hier hin. Gehe hier rein. Das heißt, du bist jetzt dann, Insert Orange. Und du bist Extract Orange. Nein. Du bist disabled. Du bist Insert Orange. Da muss es rein. Da darf kein Galena-Tast rein. Dahin. Hier ist jetzt Small. Das heißt jetzt, ich habe jetzt dann hier einmal Small. Schmeiß den rein und der haut mir dann nach oben. Perfekt. Kann halt momentan. Das da ist definitiv falsch. Heißt, der da haut mir jetzt dann die vier da rein, was er jetzt gerade gemacht hat. Und ich habe dann Quarzit da. Und das muss er mir ja erstmal wieder rausziehen. Das muss ich lösen, indem dass ich den nochmal anklemme. Und dann kommt, wir haben ja gesagt, das ist rot. Das heißt, du extrahierst in rot. Haben wir jetzt da. Also das heißt, wir haben jetzt Small da, wir haben Tiny da. Warum mache ich das? Man kann nämlich auch in der Zentrifuge Stone Dust reinschmeißen. Ja, das geht. Glaube ab MV. So, ich mache mal das rein. Wie gesagt, möglich, wenn der falsch zusortiert und den Stone Dust hier reinhaut, dann kann der den zentrifugieren. Okay. Gerade out of Strom? Gar nicht. Gut. Ah. Ich habe nur eine Medium-Batterie drin. Darum. Ab in die Werkstatt. Dass das bis jetzt noch nicht aufgefallen ist. Und wieder Erzverarbeitung. Das ist ja schön. Das läuft schon die ganze Zeit so.
Aber jetzt willst du auch zum ersten Mal richtig zusammen. Dürften sie nicht mehr jammern. Oder sie haben genügend weniger Energie gebraucht, weil Stone Dust braucht, glaube ich, ein bisschen mehr. So, und jetzt haben wir Small, Small, Tiny, 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 Tiny. Das ist jetzt halt das kleine, aber feine Problem. So, dann kann ich jetzt definitiv hingehen und da oben das Kabel anschließen. So. Genau, der Dust ist ja falsch, der muss ja rot werden und geht und wird sofort aufgeräumt. Ein Problem. So, das da kann ich disablen, weil das ist einfach nur die Kiste, die wohl dann da verwendet werden soll, um es wieder reinzufüllen. Jetzt habe ich hier meine Kiste. Das heißt jetzt, er haut mir jetzt das ins Braun. Braun geht rein und geht nach oben. Heißt jetzt aber, der da ist falsch. Weil der Konvoier auf der falschen Seite war und der andere wird noch gar nicht gehen, weil der überhaupt keinen Konvoier hat. Interessant wird es ja sowieso vor allem dann erst. Weil ich glaube, ich werde noch mit weiteren Kisten arbeiten müssen. Deaktivieren den wieder. Weil wir müssen den natürlich erstmal auf den Dust einstellen. Stimmt. So, jetzt müsste er mir eigentlich. Eigentlich ist eigentlich kein Wort. Gott. Jetzt müsste mir den Dust rausziehen. Jawohl, er zieht mir den Dust raus und er verschwindet. Vielleicht werde ich irgendwann noch einen vierten hinmachen. Der ist dann drunter. Und der drunter. Moment. Convoyer. Konvoi. Feature, nee, wie heißt denn du? Konvoi. Ah, finden I. Ja. Der muss dahin. Der geht dahin, der geht dahin. Wie gesagt, unten drunter kommt vielleicht dann noch einer, der dann den Dreck macht in die da rein. Warum? Weil wir ja auch zum Beispiel da hinten eine Möglichkeit haben, dann eine Kiste dran zu machen. Da gehe ich dann mit meinem schönen Rucksack dahin, mit dem da zum Beispiel. So, und dann sortiert ihr da mir alles rein. So, Silver Dust müsste er sofort da reinschmeißen. Die Emeralds und so weiter. Okay, ich muss teilweise sogar vorsortieren, es geht gar nicht. Und ich habe meinen Portable Scanner wieder gefunden. Auch nicht schlecht. Was man so alles findet, wenn man.
Das heißt also, wir haben jetzt Tiny, wir haben Small, wir haben das. Aber wir haben es da noch nicht raus und da noch nicht rein. Das ist weiß raus. Weiß raus ist klar, ist hier. Aber wir brauchen auch noch rein. So, und rein machst du mir bitte. Blö. Jawohl. Blau. Das heißt, du gehst raus. Auf blau. Du gehst raus. Auch auf blau. So, und rein. Gehst du auf weiß. Darum müssten wir jetzt damit arbeiten, dass der da vorne eine höhere Priorität hat. Ich fall mal runter und komme jetzt nicht mehr raus. Juhu! Doch ein bisschen komplizierter als gedacht am Anfang. So. Weiß. Jetzt räumt er den aus. Räumt er auch aus. Dasselbe ist auch hier. Es kommt alles rein. Ja, aber das Problem ist halt, dass er mir das weiß. Halt jetzt nicht wegräumt. Dann müsst ihr mir eigentlich. Also das geht noch nicht mit dem Small, klar. Ne? Aber er müsste mir eigentlich die dreckigen das definitiv da reinschmeißen. Ich habe sie auf jeden Fall verbunden. Das geht dahin. Ja, Insert White. Extract White. Habe ich irgendwo einen Denkfehler drin und sehe ihn bestimmt nicht. Weg, weil so keiner. So, grün geht raus, rot geht raus, geht in weiß rein. Er schmeißt eigentlich alles richtig raus, bis auf mein Storm Dust. So, das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch mal einen Type-Filter. Das werde ich probieren. Also ich werde es nochmal rumprobieren. Also normalerweise müsste ich jetzt sagen, ne, blau. Blau kommt rein. Das funktioniert auch, weil die Dinge sind leer. Jetzt sage ich zu ihm, er soll bitte extracten in white. Und hier inserten auch in white. Ah, und ich habe noch einen weiteren Denkfehler drin. Weil, nein, ist jetzt egal. So, ich habe hier, so, er geht von da nach da, er geht von da, dann nach oben, aber von da oben geht er nicht nach da unten. So, das ist jetzt sogar, nein, ist es nicht ganz egal.
Geh jetzt dann hier hin und sag zu ihm, er soll das bitte in Purple machen. Purple raus. Und Purple rein. Was da geht. Dann habe ich ja hier meine Kiste. Sehr schön. Mein Konvoi ja gleich bekommen. Da wird hier. Import. Wie gesagt, er zieht mir jetzt halt hier das nicht raus. Das Problem ist nur gerade. Müsste eigentlich da reingehen. Weil da kommt ja dieses andere Zeugs da raus. Das geht dann hier rein, das geht dann hier runter. Er spuckt dann hinten in der Kiste aus. Mache ich jetzt mal raus. Da mache ich mal das Extracten weg, weil diese Überlegung habe ich ja falsch gehabt. Das kommt ja da an. Das geht da rein, das geht da runter. Habe ich jetzt das? Dann kann ich eigentlich jetzt sogar hingehen und sagen, okay, hier ist nicht Insert White, sondern Cyan, bleibt Cyan. Und sag zu dir, du bist jetzt auch Cyan und du haust das raus. Aber er macht's nicht. Könnte mir vorstellen, warum. Korrekt. Ich habe da einfach mal den Ausgang dort gelassen. So. Was ich jetzt halt noch mache, ist bei dem hier auf jeden Fall Round Robin mache ich mal an. Das heißt, wenn der dann, wenn beide wieder leer sein sollten, weil wie gesagt, stehen ja irgendwann 8 Stück dort und nicht nur 2, dann geht das jetzt auch raus. So, dann haben wir jetzt dann das raus, dann geht das raus ins Blau, das heißt da oben rein und der verteilt es dann in die richtigen Bahnen. Schauen wir mal, 16 Sekunden. Jawohl. Es ist reingekommen, es ist wieder rausgegangen. Perfekt. So, das heißt, ich habe jetzt ja momentan hier meine Kiste hier voll. Das heißt, die werde ich jetzt demnächst schön brav leerräumen. Weil die kann man ja schön brav reinräumen, indem dass man hier draufklickt, ne? Klack, klack. Und dann räumt er mir die weg. Ich brauche also keinen Zugang zum Superbuffer, weil den habe ich nicht. So, und dann habe ich jetzt hier Small drin, weil das war jetzt zum Beispiel vorhin mein Problem. Denke ich mir, warum macht er denn das nicht? Ja klar, weil Small. Zack. Räumt er mir wieder richtig auf. Räumt der Superbuffer und der da arbeitet auch, obwohl er keinen Strom hat. Richtig, weil er von dem einen Strom kriegt. Das ist auch noch so eine kleine wichtige Sache, was man können muss. So, jetzt haben wir also die dritte Folge mit dem Raum hier. Aber jetzt funktioniert, glaube ich, alles.
Es laufen alles. Wir haben die Batterieprobleme gelöst, die wo wir gar nicht gewusst haben, dass wir sie haben. Wir haben jetzt die ganzen Pipes, die wo nach hier rüber gelaufen sind, haben jetzt erstmal nach hinten verflachtet. Wir haben den Stone Dust schon mal drin. Das heißt, wir können dann irgendwann auch da den richtigen Stone Drawer reinpacken. Und wie gesagt, wir könnten sogar durch die Zentrifuge mal dann den Stein jagen, dass da auch ein Stone Dust rauskommt und der räumt das richtig auf. So, wenn ihr noch Fragen habt, ich habe glaube ich noch selber welche, Anregungen oder Tipps, Tricks, wie auch immer, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.